Force Unleashed, Folge 24. Ich glaube, dass es dazu irgendein Bonusziel geht. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo wir das öffnen können. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Die paar Machtpunkte werden es dann nachher auch nicht sein, an denen es scheitert. Ach, das ist ein Aufzug, oder? Ja, ja. So. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Ah, hier. Oh Gott, was ist denn hier los? Freunde, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Zuerst auf die Sniper, zuerst auf die Sniper. Oh, oh Gott, hier stirbt mir total leicht. Gott, hier geht's überall in Lavagruben runter, das gefällt mir gar nicht. Kann ich das benutzen, um... Jo, das war jetzt nicht mein Hauptziel, aber den nehme ich auch mit. Wie komme ich denn da rüber lebend? Wahrscheinlich gar nicht sogar. Nein, geh doch in Deckung, du Depp. Alter, wo wirft der das denn hin? Boah, Junge. Kill ihn da. Der wirft auf alles, nur nicht auf den Sniper, das gibt's doch nicht. Kann ich den da runterdrücken? Okay. Ich lass mal fallen auf ihn. Ja. Wieder wenig gebracht. Das gibt's doch nicht. Was schießt denn da noch auf mich? Ah, er. Okay, und der begeht Selbstmord. Na, das ist doch schön. Muss immer gar nicht alles selber machen. Achso, das muss ich manuell machen. Zack, einmal. Ich vermute mal, dass auf der anderen Seite. Uah, auch nochmal. Zack. Wie ich das wieder gemacht habe, aber da ist noch eine Tür dahinter. Das ist ein bisschen doof. Das war so klar. Entschuldigung, müssen wir wohl nochmal machen. Das habe ich jetzt nicht so ganz. Ach doch, ja. Ich dachte gerade für einen Moment, er hätte es gespeichert hier, aber. Boah, ich muss in Deckung des. Ja, genau. Ach schön, ich stelle mich bei so Sprungpassagen doch immer wieder gleich schlau an. Upp. So, erstmal hier in Deckung. Au. Dann die hier. So, vielleicht lässt sich ja hier der Sniper mit so einem Ding abwerfen. Naja, oder auch nicht. Nein, du sollst auf die da oben zielen, du Trottel. Ist er jetzt hingefallen? Da ist er ja. Au. Ach cool, guck mal. Wenn ihr mit dem Blitz angreift, spielt den ihr Dings verrückt. Habe ich den jetzt runtergestoßen? Ich hoffe mal. Weg da. Na, da oben ist noch einer. Wo ist der Sniper hin? Wir haben ihn wohl beide. Ja, sieht so aus, als hätten wir alle. So, können wir das zufällig auch von hier oben machen? Super. Aber also die Kameraführung und dann die Sprungpassagen dazwischen, das passt einfach nicht gut. Das funktioniert nicht so wirklich. Oh, ich habe da ein Dings übersehen. Komme ich hier schon durch? Ja. Moment, dann hole ich mir noch kurz, wo ist es? Hä? Hier war doch gerade. Hä? Hier hat man doch gerade so ein rotes Dings gesehen. Ich bin eingebildet? Hm. Komisch, naja. Hallo. Ja, du bist getroffen, so könnte man das sagen. Tschüss.
Aufstieg schon zum zweiten Mal. Deswegen gucken wir mal kurz, ob wir was Sinnvolles upgraden können. So, vier Stück. Können den Machtgriff, können Lichtschwertwurf. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Blitzschild brauchen wir ja auch eher selten. Dann mache ich den Machtgriff. So. Vitalität machen wir einfach mal voll. Und gucken, ob wir jetzt auch keine von den Kombos leisten können. Haben wir schon fast alle. Wir haben alle. Nee, einer fehlt noch. Den Luftschlag können wir noch freischalten. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, wie lange dieses Spiel geht, beziehungsweise noch geht. So lange kann es eigentlich nicht mehr. Och, guck mal, das Maustroide, oh, ich liebe Maustroiden. Die sind so cool. Guck mal, wie süß der ist. Ups. So, wo geht's lang? Ui, was geht denn da draußen ab? Wir haben gerade irgendein neues Ziel bekommen, ich habe es da mittlerweile schon wieder vergessen. Ging dieser Blitzschild noch mal so irgendwie, ja, genau. Na nü. Ist hier irgendwas? Geht's hier weiter? Nee. Au, hey. Also ganz ehrlich, von den Sprungpassagen und den Soundbugs abgesehen, das ist eigentlich schon ein geiles Spiel. Ich finde, diese Kämpfe, die machen doch nach wie vor sehr, sehr großen Spaß. Was hat der da gerade geschossen? Ist das Schrotflinte? Naja, er wird es zumindest so schnell nicht wieder benutzen. Sind wir jetzt einmal rum? Ne, das ist ein anderer Bereich. Verdammt, ich hätte unten noch gucken sollen, ob da noch irgendwas rumliegt. Oh, wir haben schon wieder einen Abschnitt geschafft. Tja, dann. Ich finde, das passt immer gerade ganz gut, diese zwei Star-Wars-LPs, die wir gerade haben. Das eine ist halt irgendwie, ja. Also, wir spielen ja auf beiden Seiten das Imperium, auch bei Star Wars Empire at War. Ich finde, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Okay. Was soll denn das jetzt gerade? Ich habe irgendwie gerade nur so eine komische Sicht. Und haben die Viecher. Oh! Was? Wieso denn das jetzt? Warum müssen wir jetzt Proxy besiegen? Das ist doch scheiße. Dieser unnütze Droide hier. Naja, aber noch. Ach, guck mal, cool, der verändert gerade die ganze Zeit seine Form, aber ich bin etwas zu stark für ihn. Ich glaube, er hat es dann alle Bossgegner durch, die wir im Laufe des Spiels besiegt haben. Abschalten, Proxy! In dir steckt niemand, den ich nicht schon besiegt habe. Unterschätzen Sie mich nicht, Master. Ein Modul kennen Sie noch nicht. Ein Feind, den ich mir lange aufruhe. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Ich finde, es wirkt gerade irgendwie. Sollte das so sein, wie das hier gerade läuft? Das kam jetzt alles ein bisschen plötzlich. Hätte nicht irgendwie eine einleitende Story-Sequenz davor sein sollen? Oder irgendwas? Weil das ist jetzt plötzlich da? Mir fehlt da irgendwas, wie wenn da irgendwas gefehlt hätte. Naja, kann doch sein, dass ich ein bisschen zu viel erwarte, aber wie geil! Finde ich gerade cool. Der ist jetzt auch merklich stärker als die anderen.
Das macht sie irgendwie alle fertig, diese Druckwelle. Aber ich meine, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das wirkt gerade irgendwie, das ist so plötzlich passiert. Wir sind gerade in den Aufzug hochgefahren, plötzlich waren wir in einem Raum, haben gegen den Proxy gekämpft. Naja. Wie wenn eine Story-Sequenz gefehlt hätte, finde ich. Aber, ja. Verlasst euch da jetzt mal nicht auf mein Gefühl. Das kann doch sein, dass ich mit, ja. Naja. Jetzt haben wir ihn dann gleich. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Muss ich jetzt gerade immer wieder das gleiche machen? Ach, ich muss das schnell hintereinander machen. Die Sounds sind geil. Das sind genau, das sind die original Darth Maul Schwert Sounds. Okay. Und jetzt haben wir also Proxy getötet. Einfach so. Und da gibt es jetzt keinen irgendwie emotional, oh, Proxy. Irgendwas. Nicht. Okay. Überlasse die Beschleunigungstürme, um die Werft zu zerstören. Und das mache ich wie? Wo muss ich da hin? Bewegt sich da irgendwas? Nicht so wirklich. Da kommen wir doch her, oder? Ja, da komme ich gar nicht mehr rein. Hä? Ah. Uiuiui. Boah, sieht das cool aus. Entschuldigung, musste gerade mal wieder erwähnt werden. Ich bin aber gerade echt total unsicher, ob da nicht gerade irgendein Bug drin war und da hätten jetzt nicht irgendwelche Story-Sequenzen folgen sollen, vor und gegen und während nach dem Kampf gegen Proxy, weil irgendwie das kommt so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber das ist so. Es ist so. So unspektakulär. Railgun-Schienen sind das, okay. Nee, if you say so. Huch! So. So. Zwei von drei von vier Railgun Schienen überlastet. Stirbt wie Boba Fett. So, darüber müssen wir. Boah, sieht cool aus, das muss ich echt sagen. Sieht sehr cool aus hier. Aber ist ich weiß gar nicht, ist Proxy jetzt tot? Oder haben wir den schon mal so dermaßen fertig gemacht? Kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. So, Nummer 3. Und dann fliegt hier gleich alles in die Luft. Da ist der letzte.
Kommen wir hier unten eigentlich rein? Tatsache. Hätten wir vielleicht in die anderen mal reingucken sollen, ob es da noch irgendwas zu holen gegeben hätte. Aber ich würde sagen, wenn wir schon praktisch hier drin stehen und kurz ein bisschen durchschnaufen können, machen wir durch hier ein kleines Päuschen. Und, Entschuldigung, ich muss jetzt kurz noch mal an Let's Play gucken, ob da wirklich alles gestimmt hat gerade. Sollte es so sein, dann entschuldigt meine ganze Panikmache. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.